Möchtest du wissen, was energetisch und kosmisch gerade an Energien unterwegs sind und was du tun kannst, um gut mit ihnen umzugehen? Dann herzlich willkommen zu meinem neuen aktuelle Energievideo, das ich alle paar Tage, immer dann, wenn es wichtig ist, aufnehme. Und wie im letzten aktuelle Energievideo schon gesagt, werde ich in Zukunft meine Videos dieser Rubrik in zwei Teile teilen. Erster Teil, die wissenschaftlichen Messdaten auswerten, die eben Energien auf der Erde verteilen und was sie bedeuten. Und in der zweiten Rubrik, im zweiten Teil dann eben, was ich an Energien wahrnehme, die von der Sonne, von der Erde zu uns Menschen gebracht werden, wie wir sensiblen bis hochsensiblen Menschen gut damit umgehen können und was es da für tolle Infos gibt. Und ich habe einige schöne Infos jetzt in diesem Video. Am Ende gibt es wieder eine Engelkarte. Also lasst uns loslegen mit dem wissenschaftlichen Teil. Letzte Woche um den Vollmond herum gab es einen sehr langen und heftigen Sonnensturm. Und das hat sehr, sehr viele Menschen sehr aufgewühlt, wie ihr in den Kommentaren zu diesem Video geschrieben habt. Bei mir gab es dann auch noch einen Stromausfall, wahrscheinlich wegen der Überspannung der Energien. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht. Auch da danke für eure größtenteils sehr konstruktiven Tipps und Kommentare. Und im Moment ist die Sonne relativ ruhig, aber sie baut Spannung auf. Deshalb auch der Titel meines Videos: Spannungsreiche Energie. Die Energien, die von der Sonne auf unsere Erde geschickt werden, sind ja nicht nur Wärme, damit wir hier leben können auf der Erdoberfläche, sondern die Sonnenstrahlen, wenn man es mal vereinfacht sagt, schicken auch eben ganz besondere Wellen, besondere Frequenzen, die immer etwas anders sind auf der Erde. Manchmal sind es regelrechte Datenpakete, dann gibt es sozusagen, je nachdem, körperlich oder geistig, eine Frequenzanhebung, dass wir uns weiterentwickeln können. Das sind manchmal große Sprünge, manchmal sind es auch kleine Sprünge und jeder Mensch nimmt es auch anders wahr. Ich kann immer nur weitergeben, was ich fühle, wahrnehme in Bezug auf die Messdaten. Also die Sonne baut gerade Spannung auf, besonders auf der erdabgewandten Seite geht es gerade weiterhin ganz gut zur Sache. Erdzugewandt, also das, was uns direkt betrifft, ist im Moment ein bisschen im eben Spannungsaufbau. Irgendwann entlädt es sich und dann werde ich wieder ein neues Video machen, um euch zu erzählen, was genau da an Informationen kommen. Die Sonne ist zwar ruhig, aber ich habe in der Nacht und am Morgen in meiner Meditation sehr, sehr schöne Informationen vom Heimatstern Sonne bekommen, denn sowohl die Erde als auch die Sonne nehme ich als Bewusstsein wahr, das aber dann im zweiten Teil. Die Messdaten der Schumann-Frequenz unserer Erde, also des Pulsschlags der Erde, diese stehende Frequenz, die uns sehr stark beeinflusst, ist in den letzten Tagen sehr heftig gewesen. Ich nehme dieses Video am 14. Dezember auf. Es ist Mittwoch und am Montag und Dienstag ging es richtig zur Sache. Wir hatten gestern noch einen starken Ausschlag dieser Frequenz, einen starken Peak. Und das macht natürlich sehr viel auch mit unserem körperlichen Energiefeld. Manche nehmen es als eben Überspannung der Nerven, der Muskeln, der ganzen Sehnen und vor allen Dingen der Organe wahr. Da heißt es dann, wie immer, besonders gut balancieren auf diesem Drahtseil zwischen Licht und Schatten. Da heißt es besonders viel, wenn es möglich ist, Pausen machen. Wenn es geht, einmal am Tag oder wenn möglich sogar mehrfach am Tag kleine Meditationspausen machen, das heißt kurz die Augen schließen, Körpercheck, wie fühle ich mich, wo braucht mein Körper im Moment Entspannung? Da kann man sich entladen, also diese starken Energieballungen mal über die Füße wieder zur Erde abgeben. Die Erde nimmt diese Energien wirklich gerne auf. Das habe ich in so vielen Channelings immer wieder schon sagen dürfen und erlebe es auch selber sehr stark. Deshalb ist es so wichtig, in der Natur zu sein. Auch wenn jetzt im Dezember gerade in Mitteleuropa der Winter da ist, sprich auch Minusgrade. Aber es ist jederzeit, an jedem Tag im Jahr wichtig, einmal die Erde zu spüren, Natur anzuschauen,
frische Luft zu atmen, nicht gefilterte Luft in Räumen, ja, damit wir dem Körper die Chance geben, seine natürliche Balance, eine Anpassung an die äußeren Umstände der Natur abzugleichen, ja, also dass der Körper sich angleichen kann und fühlen kann. Es ist nicht 21 bis 23 Grad und dürfen wir jetzt ja gar nicht mehr in Deutschland haben in den geschlossenen Räumen. Also es ist nicht eine gleichförmige Temperatur, sondern da draußen, da wo wir mal herkamen in der Natur, ist es jetzt gerade Winter und da ist es Minusgrad. Und wenn man dann nach Hause kommt, das merke ich hier auf Mallorca besonders stark, dann ist es schön, wenn es dann 19 Grad ist, damit kann der Körper umgehen. 20 und 21 Grad ist natürlich toll, das ist Luxus. Aber so 18, 19 Grad kann der Körper super austemperieren, wenn er weiß, dass es da draußen kälter ist. Ja? Und dann kann er auch Sonnenstürme ausbalancieren, eine starke Schumann-Frequenz alles ausbalancieren. Wir haben auch im Moment wieder die Winter-Asteroiden, die Sternschnuppen, die Geminiden aus dem Sternzeichen Zwilling, die immer mal wieder vorbeikommen zyklisch. Und das macht natürlich auch etwas mit dem Energiefeld der Erde, wenn Meteoriten, auch wenn sie ganz, ganz klein sind, auf die Erde prasseln. Diese ganzen anderen Effekte wie Vulkan und so weiter, Erdbeben, das ist weiterhin stark. Ja? Da möchte ich aber nicht so intensiv drauf eingehen. Ich möchte dieses Video mal ein bisschen knackig halten, ein bisschen kürzer. So, das war jetzt der wissenschaftliche Teil. Jetzt kommen wir zu meinen Wahrnehmungen, zu meinen Visionen, die ich in der Nacht hatte. Einmal Sonne. Sonne gibt uns einen ganz wichtigen Tipp. Visualisiere dich in den Kern der Sonne. Da ist es sehr heiß, aber in einer Visualisierung macht es deinem Körper nichts aus, wenn da Tausende von Graden herrschen, sondern es geht um die Energie. Dich in die Sonne hineinzufühlen, in den Kern der Sonne, ist genauso wichtig wie in den Kern der Erde. Ich habe mal ein Channeling aus dem Erdenherzen empfangen dürfen, da habe ich ein kleines Büchlein zu gemacht. Ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung, wie alles andere Wichtige auch unten in der Videobeschreibung zu finden ist, was dazu beiträgt, dass du dich wohler fühlen kannst in diesen Zeiten. Und wenn wir uns eben in den Kern dieser Energiefelder hineinspüren, bekommen wir mehr Energie, sind entspannter. Das ist ähnlich wie das, was ich gerade erzählte mit dem Hinausgehen in die Natur zu jeder Jahreszeit, damit wir uns ausbalancieren können. Ich hatte Sonne gefragt, ob ich dazu jetzt in diesem Video ein Channeling machen sollte. Er sagte nein. Also eher, für mich ist es eine männliche Qualität. Erde ist weibliche Qualität, Sonne männliche Qualität. Deshalb hier auch mein Schöpfungslicht der Macht hinter mir, das dieses Video unterstützt. Und ich darf direkt nach diesem Video eine Meditation aufnehmen. Ich weiß, es wird großartig. Ich darf sie komplett durchchanneln. Und lass mich darauf ein und teile sie dann am Freitag. Also wenn du sie anhören möchtest, super gerne. Also das, was ich wahrgenommen habe, ich durfte in meiner Meditation schon eintauchen, war schon wunderwundervoll und hat mir sehr viel Kraft und auch Ruhe gegeben. Das Gleiche war auch mit Mutter Erde. Seit Tagen baut sich ein Channeling auf, aber das kommt, glaube ich, nächste Woche. Das dauert manchmal eine Weile und kommt natürlich dann wie immer zum richtigen Zeitpunkt. Aber auch von der Erde darf ich eine Nachricht übergeben und die heißt, sie sendet uns, um das alles ausbalancieren zu können, diese Überspannung, bedingungslose Liebe direkt in unser Herz. Wenn du möchtest, atme diese bedingungslose Liebe direkt in dein Herz. Verbinde dich mit deinen eigenen Lichtwurzeln über deinen Körper mit der Erde. Lass deine Lichtwurzeln tief in die Erde hineinwachsen, am besten bis zum Mittelpunkt, eben ins Erdenherz. Und dann atme ihre bedingungslose Liebe ein. Lass sie wirklich direkt in dein Herz strömen. Und du wirst spüren, wie viel Ruhe dir das schenkt. Und das sind zwei ganz einfache, aber unglaublich effiziente Tipps in unruhigen Zeiten. Dass du dir vorstellst, dass du die Kraft der Erde, ihre Liebe in dein Herz strömen lässt und dann überfließen lässt in deinen Körper, in alle Zellen,
die sich sofort beruhigen, wenn du dich mit der Erde verbindest. Und wenn du das gerade in etwas stürmischen Sonnenzeiten auch mit der Sonne machst, dich also in ihren Mittelpunkt hineinfühlst, die Kraft, diese unendliche Kraft in deine Zellen einfließen lässt, bist du auch viel stabiler und stärker. Und beides zusammen ist natürlich eine fantastische Kombination. Es geht einfach darum, dass wir jetzt unser Schutzfeld im weichen, optimistischen, positiven Sinne stärken. Ich habe das Gefühl, es kommen noch einige emotionale Wellen. Manchmal sind es Körperwellen, weil unser Körper stark getriggert wird. Aber in den nächsten Wochen wird es emotionale Wellen geben. Und dann ist gerade die Liebe der Erde so wichtig, die uns dann eben im Balance hält, wenn emotional irgendwelche Dinge passieren, Krisen passieren, können kleine und große sein, ja, damit wir emotional stabil sind. Und wir haben ja jetzt die Sperrnächte. Dazu hat mein lieber Freund und Kollege Malkiel in unserer Monatsvorschau, die ich hier oben nochmal verlinke, ausführlicher gesprochen. Schau es dir nochmal an. Und die Sperrnächte sind Energienächte oder Energietage, an denen wir loslassen können, was wir im vergangenen Jahr, also in 2020, an Verletzungen körperlich, seelisch, geistig erlebt haben. Wir können es aufarbeiten, wir können den Stress loslassen, den nehmen wir nicht mit in das neue Jahr, also den ganzen Stress der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, ganz bewusst transformieren. Das kannst du mit meiner Phönix-Meditation sehr, sehr gut machen. Also das ist die intensivste Loslass-Meditation ever. Die mache ich selber immer wieder. Verlinke ich auch hier oben. Und unten in der Videobeschreibung auch noch ein paar andere Loslass-Transformationsvideos, damit du diese Sperrnächte und Sperrtage, also diese Energien positiv nutzen kannst, um loszulassen. Und jetzt nochmal aus meinem Engelkartenset, dass es jetzt eine Neuauflage gibt. Eine Karte für diese spannungsreiche Zeit, dass die Engel uns für Impulse geben, wie wir damit umgehen können, welcher Engel uns helfen möchte. Wundervoll. Sogar farblich passend. Der Engel der Geborgenheit. Lass dich vom Engel der Geborgenheit einhüllen. Lass dich tragen und halten. Wenn du das Gefühl hast, dass du emotional oder körperlich kippst, dass dein Körper dir zu starke Impulse gibt, aber bitte hör auch hin. Die Impulse deines Körpers sind Hilferufe, damit du wieder in Balance kommst, damit du dich wieder gut mit dir selber verbinden kannst. Deshalb meine Tipps: Zwischendurch Körper spüren, Geist spüren. Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Entladen. Und wenn sich der Stress hier oben sammelt, es haben viele Menschen gerade in solchen spannungsreichen Zeiten, wenn unsere Erde so stark ionisiert wird von den kosmischen Energien, Kopfdruck bis hin zu Migräne. Also Kopfdruck ist die leichte Variante, Migräne ist die Hardcore-Variante. Und dann habe ich schon oft empfohlen, stell dir vor, deine Schädeldecke ist wie der Deckel eines Dampfkochtopfs. Einfach mal öffnen, und den ganzen Druck auch nach oben loslassen. Also wenn du merkst, dass es sich in deiner oberen Körperhälfte ansammelt, Herz, Kopf, dann lass den Druck nach oben los. Und wenn du spürst, dass es mehr Richtung Bauch, Hüften, Beine geht, dann lass die Spannung nach unten abfließen. Und du wirst spüren, es wird so viel leichter. Ich hoffe sehr, dass ich dir helfen konnte. Du kannst deine Kommentare, deine Ideen, deine Impulse dazu gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, ein Abo und natürlich sehr, wenn du das Video teilst. Und danke an alle, die mich auch immer mal wieder mit Spenden unterstützen, damit ich weiterhin meine Zeit für diese Videos investieren kann. Ganz viel Liebe zu dir, ganz viel Liebe zu euch. Habt einen kraftvollen Tag und wir sehen uns dann bei der Meditation mit Sonne wieder. Bye bye, in Liebe, eure Sonja Ariel. Ciao.